Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein 5-minütiges Interview von Alice Weidel im Morgenmagazin, geführt von Dunja Hayali. Das Interview stellt aus meiner Sicht einmal wieder einen neuen Tiefpunkt dar. Jede Frage war eine Unverschämtheit. Man merkt es aber nicht ganz so leicht. Hayali hat sich Mühe gegeben, die Fragen so zu verpacken, die Framings so zu verpacken, dass es erstmal schwer ist, sie zu greifen. Sie fällt immer auf durch ein besonders kumpelhaftes Auftreten. Sie wirkt so wie der gute Freund, so ganz nett, harmlos. Ihre Fragen waren aber trickreich und framing pur. Im Folgenden das Interview. Ihr könnt ja schon einmal überlegen, auf was ich später hinaus will. Sie kann mich nicht hören. Jetzt höre ich Sie. Wunderbar, jetzt höre ich Sie auch. Okay, holpriger Start in dieses Interview. Fangen wir noch mal vorne an. Haben Sie meine Frage gehört? Ich habe Ihre Frage gehört und ich habe Ihnen auch geantwortet. Und ich höre hier ein Echo, ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Wir haben immer noch ein Tonproblem. Okay, ich wiederhole vielleicht nochmal die Frage für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob Sie sie auch gehört haben. Also nochmal, zur Eindämmung der Delta-Variante sollen nun alle Reiserückkehrer getestet werden. Sie finden das, so schreiben Sie es auf Twitter, ein Todesstoß für den Tourismus. Glauben Sie wirklich, dass sich jemand durch so einen Schnelltest wirklich von seinem Urlaub abhalten lässt? Das ist ja der richtige Punkt. Es ist tatsächlich der Todesstoß für die Tourismusbranche. Aber dahinter liegen ja noch größere Dimensionen. Und zwar, wir müssen aus dem Chaos raus, in das uns die Regierungen geführt haben. Was wir brauchen, ist Planbarkeit und Berechenbarkeit. Und Urlauber, die in ihren verdienten Urlaub gehen, brauchen ja Planbarkeit, dass sie auf ihrer Rückkehr nicht in Wohnungshaft gehen müssen. Und die Wirtschaft vor allen Dingen braucht Planungssicherheit, um eben alle Arbeitsplätze zu retten. Und man muss konstatieren, dass diese Bundesregierung nach 16 Monaten keinen Plan hat, keine Antworten auf die dringenden Fragen, wie sie eigentlich damit umgehen möchte. Aber meine Frage und vor allen Dingen, dass wir immer noch kein unabhängiges Expertengremium, ein unabhängiges Expertengremium installiert haben. Meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Glauben Sie, dass jemand sich von seinem Urlaub abhalten lässt, weil er jetzt einen Schnelltest machen muss? Ja oder nein? Ich halte das alles für einen kompletten Unsinn. Okay, interessant. Das habe ich Ihnen aber gerade beantwortet, weil die elementaren Fragen nicht beantwortet sind und wir vor allen Dingen Planungssicherheit und Berechenbarkeit brauchen. Das braucht der Bürger. Es braucht die Bevölkerung, es braucht die Wirtschaft. Genau das habe ich Ihnen gesagt. Und ich halte auch überhaupt gar nichts über die, so von dieser impliziten Impfpflicht, wie sie jetzt auch gerade diskutiert wird. Das ist eine Zweiklassengesellschaft, die hier etabliert. Ich höre wieder mein Echo. Also irgendwie ist hier heute der Wurm drin. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, gut, machen wir einfach weiter mit den Fragen. Immerhin hören Sie mich besser, als mich nicht zu hören. Juristisch scheint das Ganze jetzt einigermaßen verhältnismäßig zu sein. Aber ich höre mich selbst. Das ist ja auch nicht gut, weil ich da nicht das Interview führen kann. Wollen wir weitermachen oder? Ja, sehr gerne, wenn Sie weitermachen wollen. Ich möchte gerne weitermachen. Wunderbar. Laut Politbarometer halten 81% der Deutschen die bestehenden Maßnahmen, die Sie ja gerade massiv kritisieren, für richtig, beziehungsweise wollen sie sogar verschärfen. Sie sagen ja immer, Sie vertreten die normalen Deutschen, sind also, vielleicht sehen wir gleich die Zahlen vom Politbarometer auch, sind 81% der Deutschen für Sie dann unnormal? Es kommt ja auch immer auf die Umfrage an, Frau Hayali, das wissen Sie ja auch selbst. Wir setzen vor allen Dingen auf Eigenverantwortung und vor allen Dingen wir setzen auf Verfassungskonformität. Und das, was hier gerade gemacht wird, eine implizite Impfpflicht einzuführen und das wird nach dem Wahltag genau getan, das ist geplant, dass nämlich gesunde, ungeimpfte diskriminiert werden, wie heute schon. Schäuble hat das ja auch geäußert, das auch in den Freundeskreis, in den Familienkreis hineinzutragen, dass man darüber aufklärt und da möglich auch gesunde, nicht geimpfte zu stigmatisieren. Und das geht überhaupt nicht, das ist verfassungswidrig und wir setzen darauf Eigenverantwortung für die Bürger und nie mehr Lockdown. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Ganz einfach.
Also eine bundesweite Impfpflicht diskutiert eigentlich niemand. Und man kann natürlich auch sagen, die, die geimpft sind bzw. genesen, bekommen einfach ihre Grundrechte zurück. Nein, niemand diskutiert eine bundesweite Impfpflicht. Niemand in Deutschland. Bleiben wir mal beim Schützen. Forscher und Ökonom Falk sagt da in Richtung ungeimpfte Politiker und Politikerinnen, sich nicht impfen zu lassen, hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern einfach nur mit Eigennutz und weiter. Die Allgemeinheit muss hier zahlen für die Trägheit und die Dummheit der Impfgegner. Sind Sie geimpft? Ich bin nicht geimpft, nein, und ich werde mich auch auf absehbare Zeit nicht impfen lassen. Und ich lasse mir auch so etwas überhaupt gar nicht unterstellen. Und andere, die davon überzeugt sind und eine Entscheidung treffen, eine Abwägungsentscheidung zwischen den Nebenwirkungen einer Impfung und dem Schweregrad einer Erkrankung, wo wir auch wissen, dass nur Risikogruppen davon betroffen sind und die anderen eigentlich einen recht leichten Verlauf haben, halte ich diese Aussage eher für eine absolute Dummheit. Und man darf sich das auch gar nicht unterstellen zu lassen von sogenannten Experten. Frau Weidel, lassen Sie uns noch über die Flutkatastrophe hier bei uns in Deutschland sprechen. Sie haben gesagt, man solle das Thema nicht für den Wahlkampf benutzen. Warum denn eigentlich nicht? Das ist ja ein Thema, das die Menschen bewegt, ähnlich wie 2016. Da haben ja Flucht, Asyl und Migration auch, war das auch ein Thema beim Wahlkampf, nämlich Ihr großes Thema. Also erstmal hat das vorrangig Markus Söder und Horst Seehofer gesagt, dass man das nicht instrumentalisieren darf. Richtig ist, dass man die Fragen stellt, wie so etwas zustande gekommen ist, warum Deutschland keinen funktionierenden Katastrophenschutz hat, warum Deutschland eigentlich in der Lage ist, ein Tracking-System für normale Bürger in Corona-Zeiten zu entwickeln, Warn-SMS zu schreiben, aber im Falle einer Katastrophe die Bevölkerung nicht zu warnen. Die Informationen lagen von ausländischen Wissenschaftsinstituten 4 Tage im Vorfeld vor. Die Bundesregierung, die Landesregierung wurden gewarnt. Es wurde nichts unternommen, um die Bevölkerung zu warnen. Und das wäre der erste Schritt gewesen. Man muss einfach konstatieren, Deutschland hat keinen funktionierenden Katastrophenschutz. Ja. Und daran muss gearbeitet werden. Und wir müssen auch aufklären, wo die Fehler in der gesamten Kette passiert sind. Das ist richtig. Die Frage war allerdings, warum das kein Wahlkampfthema sein soll, wenn solche großen Themen, die natürlich die Bevölkerung bewegen und im wahrsten Sinne des Wortes... Ich habe das nicht gesagt. Das hat Herr Söder gesagt und Herr Seehofer. Nein, Sie haben das auch gesagt, ist auch nachzulesen. Zum Schluss noch eine Frage. 2 Parteifreunde von Ihnen haben am 15. Juli, also als die Flutkatastrophe seinen Anfang nahm, wir haben hier bereits über Tote berichtet, auf Twitter den Dürresommer für beendet erklärt. Da muss man sich schon fragen, wie geschmacklos kann man eigentlich sein? Also ich kenne diese Tweets nicht. Wenn dem so ist, ist es in der Tat geschmacklos. Aber da müssen sich die anderen Parteien auch erstmal an die Nase fassen. Vor allen Dingen die Grünen, die in Rheinland-Pfalz genau für diese Dinge verantwortlich gewesen sind und nichts unternommen haben. Das ist aus meiner Sicht geschmacklos, wenn die Politik die Regierenden unterlässt, die Bevölkerung zu warnen und so etwas überhaupt zulässt. Das ist geschmacklos. Lassen wir das mal so stehen. Alice Weidel, vielen Dank für dieses Gespräch und ich entschuldige mich nochmal für diese Tonprobleme. Gar kein Problem. Dankeschön, schönen Tag Ihnen. Alles gut. Wie war der Ablauf dieses Interviews? Dunja Hayali hat sich ihre erste Frage genau ausgedacht. Sie wollte framen. Sie wollte den Eindruck erwecken, ja, schaut her, ein Schnelltest. Was regt sich die AfD so auf? Was regen sich die Leute denn so auf? Ist doch ganz harmlos, ein Urlaub, mach mal einen Schnelltest, ist doch kein Problem. Das bindet doch nicht den Urlaub. Alice Weidel hat dann geantwortet, dass es dem Tourismus schwer schadet, weil die Planungssicherheit wegfällt für die Leute. Weil sie dann rechnen müssen, in Quarantäne gehen zu müssen. Hayali behauptet, sie hätte die Frage nicht beantwortet, obwohl Alice Weidel die Frage sehr wohl klar beantwortet hat. Glauben Sie wirklich, dass sich jemand durch so einen Schnelltest wirklich von seinem Urlaub abhalten lässt? Das ist tatsächlich der Todesstoß für die Tourismusbranche. Und was zeigt das? Das ist eigentlich der Beweis dafür, worauf Hayali aus war. Sie hat gehofft, dass Alice Weidel nur auf ihre Frage antwortet, ja oder nein. Aber dadurch bleibt der wichtige Aspekt der Frage Planungssicherheit, wäre dadurch außen vor geblieben. Hier hätte Alice Weidel den Zuschauer darauf aufmerksam machen können, was Hayali gemacht hat. Sie hätte Hayali hier stellen können. Aber das sagt sich natürlich im Nachhinein leicht. Weiter ging es mit einer Umfrage, die Alice Weidel vorgestellt wurde.
81% der Leute würden die Maßnahmen genau richtig finden oder sie würden sie sogar noch härter wollen. Sind also, vielleicht sehen wir gleich die Zahlen vom Politbarometer auch, sind 81% der Deutschen für Sie dann unnormal? Das heißt, Hayali fordert jetzt Alice Weidel dazu auf, ihre Position aufzugeben, weil die Leute etwas anderes wollten. Aber welchen inhaltlichen Wert hat diese Frage? Sie hat keinen Wert. Eine logische Frage wäre, dass die AfD ihre Position begründet, die sie hat. Aber hier wird die AfD einfach dazu aufgefordert, die Position aufzugeben. Auffällig ist auch, dass Hayali so tut, ja, das wäre jetzt alles vollkommen demokratisch gewesen. Der Meinungsbildungsprozess wäre vollkommen okay, die Leute hätten sich ihre Meinung bilden können. Das wäre für Alice Weidel ein idealer Ansatzpunkt gewesen, den gestörten Meinungsbildungsprozess anzusprechen. Wichtig ist hier das Vokabular, das man verwendet. Genau das bereitet das Problem. Dass nicht verbalisiert werden kann, was die Medien machen, was in Deutschland gerade passiert. Sondern dass die Leute daneben hauen, wenn man sagt Diktatur, dann trifft es das nicht. Eine passende Vokabel oder eine passende Formulierung, die man hier hätte verwenden können, wäre: die Demokratie funktioniert nicht, weil der Meinungsbildungsprozess ausgehebelt ist oder gestört ist. Das kann sie dann belegen, beispielsweise mit dem Umgang mit Querdenken. Dass Gegner der Corona-Maßnahmen ausgeblendet und systematisch verächtlich gemacht worden sind. Das kann sie mit Beispielen unterfüttern. Prominentes Beispiel dafür ist, dass die Demonstration am 1. August letzten Jahres von Faktencheckern kleingeredet wurde oder dass suggeriert wurde, wenn Leute behaupten, es wären deutlich mehr als 20.000 Leute bei der Demonstration gewesen, dass sie ja Spinner sind. Über die Demonstration am 29.08. wurde über alle großen Medien hinweg ein systematischer Fehleindruck erzeugt, durch die Konzentration auf den sogenannten Reichstagssturm. Das hätte alles Weidel hier auflisten können. Hayali macht dann mit ihrem harten Framing einfach weiter. Forscher und Ökonom Falk sagt da in Richtung ungeimpfte Politiker und Politikerinnen, sich nicht impfen zu lassen, hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern einfach nur mit Eigennutz und weiter. Die Allgemeinheit muss hier zahlen für die Trägheit und die Dummheit der Impfgegner. Sind Sie geimpft? Indem sie sagt Forscher und Ökonom, man hört es nicht so schnell. Man denkt, wenn man Forscher hört, denkt man sofort ein Forscher über Corona, ein Experte. Weil das erwartet man ja. Wenn es um Corona geht und eine Person zitiert wird, dann geht man davon aus, es ist jetzt ein Spezialist über Corona, also ein Virologe. Warum zitiert sie genau einen Ökonom? Vor allen Dingen eine Person, die sich extrem äußert. Es ist nur ein Framing. Sie stellt jetzt diese Stimme in den Mittelpunkt, die sagt, Leute, die sich nicht impfen wollen, das sind Egoisten, die spinnen. Welchen inhaltlichen Wert hat diese Frage? Keinen. Alice Weidel hätte auch das benennen können, dass das Heranziehen dieses Zitats, dass es sehr fragwürdig ist, dass der journalistische Wert, ja, dass er gering ist und was soll sie denn anderes sagen? Die AfD hat ihre Position, die Leute, die sich nicht impfen wollen, sie haben ihre Position und daran ändert dieses Zitat nichts. Ich bin nicht geimpft, nein, und ich werde mich auch auf absehbare Zeit nicht impfen lassen. Und ich lasse mir auch so etwas überhaupt gar nicht unterstellen. Und andere, die davon überzeugt sind und eine Entscheidung treffen, eine Abwägungsentscheidung zwischen den Nebenwirkungen einer Impfung und dem Schweregrad einer Erkrankung, wo wir auch wissen, dass nur Risikogruppen davon betroffen sind und die anderen eigentlich einen recht leichten Verlauf haben, halte ich diese Aussage eher für eine absolute Dummheit. Und man darf sich das auch gar nicht unterstellen zu lassen von sogenannten Experten. Hier hat Alice Weidel sehr gut aufgepasst und genau zugehört, dass es eben kein Virologe war und konnte dann auch sofort sagen, sogenannte Experte. Am Ende kam dann noch ein Schwenk auf die Flutkatastrophe. Und diese Zitate aus meiner Sicht, das eine Zitat von Nobis, das hat er gelöscht, das war in der Tat ein unpassendes Zitat, aber das Zitat von Brandner nicht. Weil es war ja so, dass in den letzten Jahren kam ja diese große Panikmache, Dürresommer, Klimakatastrophe. Und es ist dann sehr legitim und hat mit den Flutopfern überhaupt nichts zu tun, festzustellen, dass das ein feuchter Sommer ist. Das zu skandalisieren und zu sagen, das ist geschmacklos, das ist übertrieben. Und das hätte Alice Weidel daran deutlich machen können, dass sie Hayali vorhält, dass entsprechende Zitate auch von Mitarbeitern des Öffentlich-Rechtlichen über die AfD oder über Querdenken, dass es entmenschlichend und skandalös ist. Also da ist zu lesen von Gesindel und das ist noch harmlos. Und dass jemand am liebsten diesen Leuten eine reinhauen würde, wenn er ihnen auf der Straße begegnet,
Diese ganzen Zitate gab es und sie werden nicht entsprechend vom ZDF in den Mittelpunkt gerückt. Alles Weidel hätte hier eine Abrechnung machen können über die ganzen Dinge, die die Öffentlich-Rechtlichen nicht berichten. Und dass sie das skandalisieren und beispielsweise, dass die AfD in Hamburg keine öffentliche Wahlveranstaltung machen konnte, weil sie keine Räumlichkeiten mieten konnte, weil die Betreiber bedroht werden, diese ganzen Dinge werden nicht skandalisiert. Sondern wird dann noch der Eindruck erweckt, ja, denen geschieht's gerade recht. Das wäre also ein perfekter Aufhänger gewesen für alles Weidel, das alles in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist aber natürlich eine Herausforderung, so ein Zitat in der Schnelle sofort zu umreißen. Und dann war alles Weidel in dem Fall lieber defensiv, als dass sie eine Position einnehmen will, die sie am Ende räumen muss. Wo dann Hayali schön drauf rumreiten kann. Oder wo dann Weidel Angst haben muss, dass dann eine Schlagzeile produziert wird. Wie Weidel verharmlost beleidigende Äußerungen gegenüber Flutopfern. Natürlich, nachdem man sich das Interview genau angeguckt hat, sagt es sich leicht. Aber solche Verbesserungsvorschläge sollen ja dabei helfen, dass man in Zukunft bei einer ähnlichen Situation vielleicht darauf zurückgreifen kann. Man hat, denke ich, bei Alice Weidel von Beginn an gemerkt, dass sie kampfeslustig war. Genau das ist die Alice Weidel, die wir mögen. Ich hoffe, dass sie noch mehr so Interviews macht wie diese hier. Natürlich war es nicht perfekt, natürlich hätte man viel besser machen können, aber wie sie diesen Forscher einen sogenannten Experten genannt hat, jedenfalls mir hat das sehr gut gefallen. Ihr könnt ihr schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.